Bestätigten Corona-Todesfälle in Deutschland. Ein Sommer ohne Spiele. Olympia in Tokio findet wegen Corona erst kommendes Jahr statt. Dann die Leute und sind die Regale leer oder voll? Ja, ich sehe es schon, leer. Das Robert-Koch-Institut meldet fast 5000 neue Corona-Infektionen in Deutschland. Über fast 600.000 Menschen sind weltweit mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Jungen Leuten, also bei, da zähle ich mich jetzt auch dazu, aber wir, wo ein starkes Immunsystem haben, wir sind nicht die gefährdete Zielgruppe. Die gefährdete Zielgruppe sind Menschen mit chronischen Erkrankungen. Unsere Großeltern, die einfach älter und schwächer sind, die das nicht mehr so leicht verarbeiten können. Ganz, ganz wichtig, zu Hause zu bleiben, sich nicht unnötig in Gefahr zu bringen, denn ihr bringt da eure Liebsten, die Schwachen und Kranken, in Gefahr. Und wir müssen jetzt Zeit gewinnen, damit dieser Virus sich nicht unnötig vermehrt. Es ist eine völlig neue Situation für uns alle. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen gar nicht, wie lange wir überhaupt die Shows irgendwie durchziehen können. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht und sind dankbar, dass wir überhaupt weiter. Meine Lieben, ich war jetzt gerade einkaufen und ich muss sagen, es ist Wahnsinn. In München Stadt sind die Regale leer gefegt und irgendwie ist es dann tatsächlich so, dass wenn andere das machen, man sich dann auch so ein bisschen unter Druck setzen lässt. Und ich habe gerade so viel tiefgefrorenes Gemüse gekauft, einfach weil ich halt so viel Gemüse esse und habe mir so Angst gehabt, was ist denn, wenn du dann kein Gemüse mehr hast? Ihr Lieben, ja, ich mache auch gerade meine Hamsterkäufe und das ist echt krass. War gerade in zwei Supermärkten, ich wollte ein Stück Hefe kaufen, aber es ist unmöglich, es gibt es nicht mehr. Auch, ja, es sind alle Regale leer gerupft und es ist so crazy, was gerade abgeht. Passt bitte wirklich auf euch auf. Teilt, seid füreinander da. Das ist wirklich mega, mega wichtig. Ich habe mich heute Nachmittag ausführlich mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer beraten, telefonisch.
Wir alle sind uns des Ernstes der Situation bewusst. Das Coronavirus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus. Wir haben heute darüber gesprochen, wie unsere Gegenmittel greifen. Und an Gegenmitteln haben wir eben noch keinen Impfstoff und keine Medikamente. Sechstens, Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. Siebtens, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil sie in diesem Bereich eine körperliche Nähe haben, die ja unabdingbar für die Berufsausübung ist und deshalb nicht zu den Leitlinien, die wir uns gegeben haben, passen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich.